jetzt hin? Okay, dann geht der jetzt mal weg und wir gehen mal zu unserem neuen Quest-Symbol. Der Händler Medardo aus San Polo wurde wegen der bin ich jetzt mal gespannt, wo. Ich bin jetzt mal gespannt, was wir als nächstes machen. Weil. Was macht er da? Weil so richtig viel. Also, ich glaube nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass Assassin's Creed 2 noch in Zypern spielt. Aber ich weiß es nicht. Wir werden uns jetzt mal überraschen lassen. Ich werde jetzt natürlich auch nichts vorwegnehmen. Ich, ehrlich gesagt, ich habe ja auch gar nicht. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Nicht mehr genau. Deswegen lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Ich meine, Teil 2. Das kann ich ja schon mal verraten. Ist man in Brotherhood ist man ja in Rom. So viel, ich meine, jeder, der die Spieleserie kennt, der weiß das. Also das ist nicht unbedingt kein Geheimnis, also von daher kann ich das ruhig sagen. Und Teil 3, die spielt ja in ach, wie heißt es? Ach, hier heißt die Stadt da, unter anderem im Orient da, in der Türkei, was bitte, ist das, Mazedonien? Halt. Nee, nicht Mazedonien. Feind. Ach, ich weiß jetzt nicht. Hört also, auf! Was ist denn los mit euch? Ach, keine Ahnung, jetzt ist... Hey, denkt auch mal an die, die ihr verletzen könntet. Jetzt fällt mir... Etwas Seltsameres habe ich noch nie gesehen. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Hey, denkt auch mal an die, die ihr verletzen könntet. Hm. Ich weiß jetzt echt nicht, wie der Name ist. Also jetzt finde ich mich gerade schon ein bisschen blöd. Und also ich glaube, Teil 3 spielt auch in Zypern. Das glaube ich auch. Stoppt ihn! Es kann sogar sein, dass Teil 3 auch dort spielt. Oder? Also ich bin mir sogar relativ sicher, meine ich. Ja, was haben wir denn da? Onkel Mario? Wo bringen Sie es hin? Die Ladung des Schiffs beschaffen. Okay. Den Kurier verfolgen. Ach, der läuft nur. Wenn ihr hier bleibt, muss ich euch töten! Geht! Ja, ne? Kann ich irgendwo hier hinspringen? Oh, oh, das tut weh. Vielleicht sollte man. Muss ich den töten oder verfolgen? Das ist rot. Ach, jetzt wollte ich eigentlich gerade nach der Mission gucken, ob ich den töten muss oder nur verfolgen. Aber ich meine, das war nur verfolgen, stand da. Aber das ist halt rot, das ist rot, deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert. Ich glaube, wir müssen ihn einfach nur verfolgen. Lachu, da ist er! Ich glaube, wir müssen ihn einfach nur verfolgen. Merde, ich sehe ihn! Da! Ihr lasst uns hoffen, Freund. Wisst, dass unsere Herzen bei euch sind. Was? Oh, das ist aber sehr freundlich. Soll aber nicht so schnell rennen. Ich schwöre, ich will euch nichts Böses missen. Oh Scheiße, was ist denn jetzt los? Ey, warum haben die. Warum sind die denn aggro auf mich? Ich bin doch nur am Verfolgen von dem scheiß Kuriermann. Ich hab wichtigere Aufgaben, als mich mit euch hier zu kümmern. Wo
Keine Angst, wir kriegen ihn. Nächste, schmeißen wir auch mal runter. Oh, ich hab den Kurier abgeworfen. So gut. Nein. Heilige Pilger haben berichtet, dass der Händler Daedalus mit seiner gesamten Mannschaft vor der Küste von Thessaloniki untergegangen ist. Die Republik sendet den betroffenen Familien ihr herzlichstes Beileid. Na dann. Neuigkeiten aus Übersee. Unruhen in den Rängen der Lachu, da ist er! Auf ihn! Ja, ja, ich will. Dieses Mal entkommst du mir nicht. Scheiße. Scheiße. Santa Medardo aus San Polo wurde wegen des Verrats gegen die Erlaubnis. Ich bin hier bei euch, Brüder. Oh, scheiße. Eigentlich ist echt hier drüber gesprungen. Also der ist natürlich auf das Ding drauf, ne? Nicht so wie ich jetzt. Fass den Bastard! Ich meine, so lange, ganz lange. Ja, schnell, müde werden, gut, also aber, nichts Riskantes, Männer. Wartet auf eure Chance. Irgendwas stimmt nicht. Ah ja, du atmest noch. Wir müssen das machen. Weiter so! Jetzt muss ich mich aber beeilen hier. Tempo, ich verliere ihn! Beulung. Alter, ich schmeiße mir einen Stein ab, obwohl ich schon da oben bin, ja. Fünf Sekunden. Oh. Oder ich schieße! Jetzt dazu, was? Okay, den hab ich. Was sind mit den anderen Heinis? Oh, die hab ich abgehauen. Okay. Im Namen des Rates der Zivilen Botschaft. Runter! Sofort! Ihr habt hier oben nichts zu suchen. Wie lange muss ich den noch verfolgen? Kann mir das mal jemand erzählen? Wie macht man das? Wie macht er das? Weil langsam komme ich mir hier, bisschen verarscht vor, ne? Mann, die Kamera, die geht die ganze Zeit sonst wohin, ey. Genauso wie der Typ, ey. Oh, okay, die haben hier wohl ein Taubenproblem, würde ich sagen, weil das jedes Täubchen als Frischfleisch ist, das ist ja nicht einfach so, ne? Nach dem Tod des portugiesischen Botschafters, du wirst gleich mit Zeit da! Ich sehe Alter. Also während ich hier den Typen verfolge, hat die Kamera hier die ganze Zeit irgendwelche Probleme, weil die Kamera will die ganze Zeit dann immer wieder auf ihn zielen, während ich überhaupt nicht hinziele. Und wenn ich dann irgendjemand verfolge, das ist das echt bescheiden, ne? Wie viele muss ich denn eigentlich noch killen, ey? Der Maestro wartet. Er wird keine Fehler dulden. Verpackt es gut. Tut es jetzt. Der Spanier ist hier? Das ändert die Sache. Wenn ich diese Gruppe infiltrieren kann, den Platz des Kuriers einnehme. Was ein Luxus ist, wenn ich direkt zu diesem Bastard führen. Es bleiben 90 Sekunden. Kein Grund für dich hier zu sein. Geh! Ah. Nun gut. Abgemacht. Wen haben wir denn hier? Junge, was für ein Schnick.
Wir haben die besten Tänzerinnen des Bezirks. Was denn? Gefallen euch unsere Auslagen? Die Herren haben die besten Damen der ganzen Stadt gefunden. Okay. Ich werde noch als alte Jungfrau sterben, wenn ich nicht gerne jemand Holla, die Waldfee, was ist denn da alles drin an Leute? Okay. Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. Wohlbefinden erwartet euch. Weg hier! Ich muss die infiltrieren, okay. Soll ich jetzt alle killen oder muss ich nur... Ich weiß jetzt nicht. Ich muss... Ich glaube, die Rüstung von denen anziehen und alles. Easy going. Wo ist mir jetzt mein saugeiler Mantel hin? Siebentausend! Okay. Jawohl. Dieser Moment ist von größter Wichtigkeit. Haltet die Formation. Macht keinen Fehler. Attentat auf den Spanier. Okay. Ja, wollen wir mal gucken. Der wahre Folgen keine. Irgendwas. Ich darf wahrscheinlich auch niemand anrempeln. Oder sonst irgendeine Scheiße machen. Okay. Contenance. Kontrolle. Volle Konzentration. Wir stehen überall Wachen. Oh, was ist hier los? Und wird in zwei Tagen zum Sonnenanbruch auf der Piazza San Marco gehängt. Da stehen noch so eine Dicke, der guckt uns auch an. Guckt mir so. Verehrte Bürger, in seiner Weisheit hat der untere Rat erlaubt, dass die Handelswege mit den Hafenstädten der Piratenküste wieder geöffnet werden. Okay, die gucken uns auch alle an. Also da habe ich schon ein bisschen Angst. Wurde mit dem B unterzeichnet. Irgendwie laufe ich auch voraus und die Wache hinterher, statt andersrum, ne? Ich weiß ja, wo es hingeht, ne? Sonst kommt er noch dazu. Na, wen haben wir denn da? Ihr habt es wirklich? Und keine Verfolger? Absolut. Alles ist perfekt gelaufen. Wir haben eure Befehle genauestens befolgt. Die Mission in Zypern war schwieriger als erwartet. Ezio, es ist lange her. Rodrigo, also, wo ist er? Wer? Euer Prophet? Es ist wohl niemand erschienen, Rodrigo. Wie viele Menschen sind dafür gestorben? Für den Inhalt dieser Kiste? Und seht, es ist niemand hier. Ihr behauptet nicht zu glauben? Und doch seid ihr gekommen? Seht ihr ihn nicht? Der Prophet ist hier. Ich bin der Prophet. Nun gebt mir den Apfel. Kommt und holt ihn euch. Okay. Mit Rodrigo kämpfen, okay. Was habe ich denn für eine... Ich habe nur eine Klinge. Warum ist das rot? Kann ich den Counter? Okay, das war zu früh. Wenn der
so aus? Jetzt. Ne, also Counter ist nicht, ne? Ah, ein Schwert! Okay. Ich habe hier die ganze Zeit Platz in allem hier. Ich habe meine Heildinger noch, also das heißt jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit, wie lange ich brauche, bis ich den hier kriege. Ich finde das ganz cool, wie der, wie der Typ hier meint, dass er der Prophet wäre. Zwei Lebenspunkte. Wollen wir dem auf einen runterhauen? Nö, mit dem nicht. Jetzt aber. Okay. Das war nur... Ist das alles, was ihr habt? Wo ist der Rest eurer Leute? Welche Leute? Ihr habt wirklich keine Ahnung, was? Wache! Soll ich mich jetzt alle umsehen oder was? Der Kerl ist kein Töter. Gut, als erstes kill ich mal den. Haltet die Deckung. Irgendwann wird er müde. Denkt an eure Männer. Flankiert ihn und haltet es ein. Ausgewichen und Gegenangriff. Counter. Oh, wo schläge ich denn? Also vor dem Spätträger habe ich, oder vor dem Lanzenträger habe ich schon ein bisschen Angst. Ne? Der Kerl ist kein Tölpel. Ich weiß nicht, ob ich dem sogar ausweichen kann. Das ist eine gute Frage, weil der hat ja eine recht lange Waffe, deswegen. Ein Festmahl für die Ratten heute Nacht. Frische Assassine vom Spieß. Jetzt, Brüder! Ah, der spricht aber auch wie ein so eine ganz dicke Person. Ja, der ist gleich down. Der hat einen Counter schon geblockt. Die blocken ja immer nur einen Counter und da. Ah, da wird's langsam. Okay, okay. Das ist nur ein Counter. Der ist so ein Life. Lebenspunkt. Boah, rüber gewechselt. So, genau. Ich war gerade ein bisschen überlegen. Also, wie ihr seht, Leute, ist das hier gerade schon ein bisschen unfair, denn der Spanier plus Wachen gegen mich. Ja, eigentlich ist es nicht unfair. Ich meine, ich bin so gut. Ich brauche gar keine Hilfe, deswegen. Kommt immer noch mal AP. Ich meine, wir haben ja. Normalerweise hätten wir eine Assassinenrüstung, aber die. Haben wir jetzt nicht mehr an, visuell, aber die Rüstung, die HP-Punkte haben wir immer noch, also da. Also von daher, ne? Und noch zwei Lebenspunkte für die Sau, ne? Da kann der jetzt mal sterben, oder muss ich jetzt echt den Rodriguez als erstes killen? Nach rechts,